Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute schauen wir uns das neue HTC One X ganz genau an und vergleichen es ein wenig mit der Konkurrenz. Das HTC One X haben wir vorgestern schon ausgepackt, seit 2 Tagen bei mir im Besitz und um es gleich vorneweg zu sagen, es ist im Moment das absolute Android-Referenztelefon. Kein Telefon hat mich bisher mehr überzeugt, kein Smartphone ist schneller, reagiert zuppiger und ist auch sonst eigentlich einfach klasse verarbeitet wie dieses Gerät hier. Ich bin schlicht und ergreifend ein bisschen begeistert und zeige euch im nächsten Video jetzt dann auch gleich mal warum. Ja, vielleicht zuerst mal von außen, beziehungsweise was ist denn überhaupt drin? Das HTC One X ist das erste erhältliche Quad-Core-Smartphone. Das heißt, es ist das erste Smartphone mit einem Tegra 3, Nvidia Tegra 3 Prozessor, der ja ein Quad-Core ist, sogar noch mit einem 5. Core, dem Companion- beziehungsweise Application-Core, der dann zum Einsatz kommt, wenn nicht rechenintensive Dinge getan werden, wie zum Beispiel E-Mails herunterladen oder so, dann übernimmt der das. Hilft natürlich Batteriesparen. Das Gerät selber kommt in einem weißen, ich habe jetzt hier das weiße Modell ausgesucht, in einem weißen Polycarbonat Unibody Gehäuse daher. Sehr wertig, wirkt absolut qualitativ hochwertig, da knarrt nichts, da knirscht nichts, ist absolut perfekt verarbeitet. Den Akku kann man nicht auswechseln, da ist ein 1800 mAh Akku drin, 32 GB Speicher, ebenfalls nicht erweiterbar. Spielt nicht so eine Rolle, weil man kriegt dazu von HTC noch 23 GB Cloud-Speicher bei Dropbox für 2 Jahre geschenkt. Gehört quasi dazu. Ja, was haben wir sonst? 1 GB RAM ist da drin. Wie gesagt, der 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor und eine 8-Megapixel-Kamera, die im Moment als schnellste Smartphone-Kamera der Welt gilt. Ich zeige euch dann nachher warum. Hier auf der Seite haben wir einfach den, die Lautstärkeregelung. Da unten haben wir nichts, beziehungsweise das Mikrofon. Auf der Seite, leider muss ich sagen, auf der Seite hier der Micro-USB-Anschluss zum Laden. Da oben Mini-Jack für Kopfhörer beziehungsweise Headset. Dann hier nochmal ein Mikrofon, welches die Umgebungsgeräusche aufnimmt und dann rausfiltert. Und hier einen Slot für, mal gucken, was man sieht, einen Slot für eine Micro-SIM-Karte, welche es ja auch schon beim iPhone oder beim Nokia Lumia 800 gibt. Also man braucht eine Micro-SIM, um dieses HTC damit zu füttern. Ja, okay, das war's eigentlich von außen. Dann wollen wir gleich mal, Stopp, machen wir noch was anderes. Wir vergleichen es mal mit ein paar anderen Geräten, rein so von der Größe her. Natürlich, das werden wir uns nachher noch genauer anschauen, wie sich's denn schlägt mit dem Galaxy Nexus. Dem offiziellen ersten Android 4 Phone, hergestellt von Samsung, ist aber ein Google Phone. Ihr seht, rein mal so von außen gesehen, sind sie ungefähr gleich groß. Das seht ihr hier relativ gut. Oh, jetzt habe ich da irgendwas geklickt. So. Vielleicht hier mal, das HTC ist eine ganz kleine Spur dünner, aber sonst geben sie sich nicht viel. Ihr seht hier, das ist typisch, nervt mich tierisch beim Samsung-Gerät, ist ja auch beim Galaxy S2 so diese billige Akkuabdeckung, 4-5 Mal geöffnet und sie geht schon nicht mehr richtig zu. Das ist wirklich billig, da haben wir es hier bei HTC besser, da kommt man nämlich auch gar nicht auf die Idee, was abzunehmen, weil man kann es ja auch nicht. Okay, aber sonst seht ihr, sind die Geräte ungefähr gleich groß, auch der Bildschirm ist ganz ähnlich groß und diese 2 Geräte werden wir nachher ausführlich im Video vergleichen. Vielleicht von der Größe her, das ganz große ist natürlich hier das Galaxy Note, klar, das ist dieser riesen Brummer, dieser 5 Zoll Brummer, beziehungsweise 5,3 Zoll, der ist nochmal eine ganze Ecke größer als die 4,7 Zoll des HTC One. Da seht ihr, das ist natürlich ein massiver Unterschied, hat dafür aber auch diesen genialen, absolut coolen Super AMOLED Screen. Wobei, ihr werdet dann sehen, auch der Bildschirm des, ich schiebe das mal ein bisschen raus, das HTC One kann sich sehen lassen. Dann der Vorgänger sozusagen, das HTC Sensation, wurde von mir auf Android 4 inzwischen auch abgedatet mit Sense 3.6. Hier ist natürlich beim neuen Sense 4.0 drauf. Ja, ist ein bisschen größer, das seht ihr. Ist aber auch dafür ein bisschen dünner als das Sensation vom letzten Jahr. Das Sensation war ja eines der ersten Dual-Core-Smartphones. Ist immer noch ein ganz hervorragendes Gerät eigentlich, muss ich sagen. Also ist auch von der Wertigkeit her immer noch ein klasse Telefon. So, und dann die kleine Liga sozusagen. Hier haben wir noch ein iPhone 4S.
das einem relativ winzig vorkommt im Vergleich zu diesem HTC. Aber das HTC ist sehr leicht und halt auch sehr dünn und liegt dadurch eigentlich sehr angenehm in der Hand. Ich mit meinen relativ großen Pranken komme gerade noch so überall hin beim Bildschirm, so ganz knapp. Also Einhandbedienung liegt da gerade noch so im Bereich des Möglichen. Wer kleinere Finger oder Hände hat, der wird unter Umständen Probleme kriegen. Beim iPhone ist das natürlich keine Sache, das geht ganz locker. Und dann eigentlich noch der letzte im Bunde, das wäre dann das Lumia 800. Bestes Windows Phone 7 im Moment auf dem Markt hier bei uns in Europa. Ja, das ist natürlich auch eine ganze Ecke kleiner, weil das hat dann eher die Größe des iPhones. Also da seht ihr auch, hier ist auch ein bisschen kleiner. So, also ihr seht, die Konkurrenz haben wir mal abgesteckt. Aber heute geht es eigentlich um diese zwei Geräte. Natürlich einerseits mal ums HTC und dann vergleichen wir es aber mit dem Galaxy Nexus. So, also fangen wir mal an. Wir werfen die Kiste mal an. Da kennt ihr ja schon die die Animation des Lockscreens kann man sich einstellen, was man da gerne haben möchte, inklusive die vier Dinge, die man hier gleich auslösen kann, indem man das quasi dann in den Ring zieht. So, und dann hat man gleich die Kamera offen. Zack, aber das zeige ich euch nachher. Gehen wir nochmal zurück und tun das nochmal ganz normal entsperren. So, jetzt bin ich in der Kamera. So, vielleicht, was euch als erstes auffällt, ist das HTC, obwohl ich zoome da noch ein bisschen rein. Sorry, falsch. So, also da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, das HTC hier unten immer noch diese Buttons verbaut, zurück, Homescreen und dann hier der Button, um die Applik zwischen den verschiedenen Apps hin und her zu switchen oder sie auch zu beenden. Das ist ja, wenn wir das mal vergleichen, beim Galaxy Nexus nur noch als Softkeys ausgelegt, zurück, Home und dann hier eben die Apps, die im Moment laufen, ist natürlich noch nicht viel, habe ich erst gerade gestartet. Also das ist eigentlich, wie es Google vorschlägt. Das macht HTC ein bisschen anders, indem sie diese Buttons hier noch bringen. Ja, ist eigentlich, spielt keine Rolle beim Betrieb, aber ist halt ein bisschen anderes Konzept. So, grundsätzlich, ihr seht, ich switch da mal ein bisschen hin und her. Das ist alles super fluffig, funktioniert hervorragend. Das Gerät reagiert jederzeit super schnell. Also da haben wir sicher Power satt. Brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir da zu wenig Power hätten. Was ich sehr schön finde, wenn wir hier die Leiste runterziehen zum Gucken, was da für Notifications reinkamen, dann sieht man da oben, seht ihr, kann man hier gleich auf die Einstellungen switchen. Das ist ganz praktisch, hier kann man sie löschen und da eben, wie gesagt, auf die Einstellungen kommen wir dann dazu. Dann hier in der Mitte natürlich die Apps. Ihr seht hier, das ist HTC Sense natürlich, sieht ein bisschen anders aus, auch vom Scrolling her. Ich zeige euch das nochmal auf dem Galaxy Nexus. Wir gehen hier mal rein. So, und dann seht ihr hier natürlich diese fluffige Animation, die ja da Google gemacht hat. Es kommt so von unten nach oben. Das ist beim HTC-Gerät etwas anders. Das switcht man halt einfach hin und her ohne Animation, spielt aber keine Rolle. Dafür hat man halt hier die häufig gebrauchten, die selber runtergeladen und dann hier alle. Das ist ganz praktisch, wenn man weiß, man hat doch erst gerade was runtergeladen, kann man hier auf Downloads, da sieht man die. Oder eben die, die man am häufigsten gebraucht hat, sind dann hier quasi, werden dann da dargestellt. So, dann gehe ich da mal wieder zurück, zack. So, also, erstes Feature, das ich euch zeigen möchte, ist die Kamera. Die ist wirklich extrem gelungen. Da hat sich HTC sehr fest Mühe gegeben. Man liest ja schon von gewissen Leuten, die sich ärgern, dass die ein bisschen vorsteht. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich drehe das mal so ein bisschen in die Kamera. Moment, halt. So. So, jetzt seht ihr es vielleicht, dass die so ein bisschen, kleines bisschen vorsteht hier. Ehrlich gesagt, finde ich, ist absolut kein Thema. Stört mich überhaupt nicht. Aber das kommt daher, dass es halt auch eine qualitativ viel bessere Kamera ist, als man das bisher sich gewöhnt ist. Ich gehe da mal drauf. So, okay. Und jetzt zeige ich euch mal kurz was. Und zwar die Auslöseverzögerung. Ich mache mal ein bisschen lauter. Klingelton, Lautstärke, damit wir das hören. So, okay, also. Und jetzt mache ich mal ein Foto. Zack. Gemacht. Nochmal. Nochmal. Also ihr seht, das geht super zackig, das ist wirklich ganz, ganz schnell. Und ich kann, das ist auch besonders cool, wenn ich filme, bis Full HD kann ich filmen. Wenn ich jetzt hier filme, der ist jetzt da schon voll dran am Filmen, kann ich gleichzeitig Fotos machen. Zack, Klick und schon hat er ein Foto gemacht. Also ihr seht, man kann mit der Kamera gleichzeitig filmen und auch Fotos aufnehmen. Ist natürlich cool. Und dann, was man auch noch kann, ich drehe es mal um, dass wir es ein bisschen besser sehen, kann ich hier drauf auf diesen Button. Dann blendet es mir da so Effekte ein, die ich dann quasi in Realtime gleich mal einblenden kann.
Ihr seht, jetzt verzerrt er mir das Bild hier alles ein bisschen, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Kann eine Vignettierung reinmachen oder dann, was haben wir da, Schärfentiefe, Punkte, so ein bisschen 8-Bit-mäßig, wie das Google letzte Mal getan hat mit Google Maps. Oder ich gehe auf Mono, da sieht das so ein bisschen aus wie kurz nach Tschernobyl, Country und so weiter. Also ihr seht, ich kann hier gleich mal Effekte einblenden und sehe die dann in Realtime gleich in meinem Bildschirm und weiß gleich, wie es aussieht, bevor ich das Foto schieße. Also die Kamera, die ist wirklich klasse, muss ich ganz klar sagen, hat auch einen Digitalzoom. 8 Megapixel hintergrundbeleuchteter Sensor. Die Fotos hier sind wirklich hervorragend. Ich werde euch nachher noch eine ganze Runde Fotos schießen und die dann auf Picasa hochladen und in dem Beitrag auf eifrig.ch, in dem Testbeitrag zum HTC One dann noch verlinken, damit ihr euch das dann selber ein Bild davon machen könnt. Ja, die Kamera vom Galaxy Nexus zeige ich nicht mehr. Die habe ich in einem anderen Video damals schon vorgestellt. Die ist nicht so besonders, die ist ja nur 5 Megapixel. Also eigentlich nichts, wo man irgendwie extrem stolz sein drauf könnte. Okay, gut, was haben wir sonst noch? Ihr seht, ich habe hier natürlich meinen Chrome-Browser. Das ist so mein Standard-Browser geworden unter Android inzwischen. Jedenfalls unter den Android 4-Geräten, die ich da im Einsatz habe. Und dann zeige ich euch mal den Application-Switcher. Ich mache da mal noch schnell was anderes auf. Vielleicht noch den Play Store. Mal gucken, ob da noch was gekommen ist. Zack, so, dann wieder zu. Dann gehe ich hier auf den Application-Switcher und der sieht natürlich völlig anders aus als beim Pure Google. Ihr seht, das ist so eine 3D-Animation. Die ist da total schick und knuffig gemacht. Und vor allem, wenn ich dieses Ding schließen will, schiebe ich es einfach nach oben weg. Hier. Und fertig. Und dann ist geschlossen. Also das ist ziemlich cool. Das ist so ein bisschen, wie man das bei WebOS vom ehemaligen Palm HP kennt, dass man Apps einfach schließen kann, indem man sie oben aus dem Bildschirm switcht. Das hat hier HTC übernommen. Das ist beim Pure Google, sage ich mal, ein bisschen anders. Jetzt muss ich vielleicht als erstes mal die Helligkeit vom Display hochdrehen. Das ist nämlich so ein bisschen was, das Galaxy Nexus ist out of the box viel zu dunkel eingestellt. Da versucht man ein bisschen Batteriezeit zu schinden, aber dafür sieht das alles immer sehr dunkel aus und das ist jetzt für den Vergleich etwas unfair. So, also jetzt habe ich natürlich hier auch, muss ich mal gucken, wenn ich ein paar Tools offen habe, haben wir da meinen Browser, vielleicht auch mal den Play Store, mache ich den auch mal noch auf, gucken mal, ob wir da irgendwelche Apps kriegen, meine Apps, mal schnell rein switchen. So, okay, Instagram schon, ein erstes Update, gestern erst rausgekommen, heute schon Update. Und jetzt gehe ich da drauf. So, und ihr seht, das sieht dann so aus. Da kann man dann scrollen, wenn es mehr sind. Und um etwas zu schließen, nehme ich das quasi und schiebe es einfach hier seitlich raus. Okay? Also ein bisschen ein anderer Effekt, als das HTC macht. Gefällt mir persönlich bei HTC ein bisschen besser. Finde ich, haben sie wirklich gut gemacht. Und man muss wissen, HTC Sense 4.0 in dieser Version hier drauf ist ja, wurde ein bisschen abgespeckt. Also HTC hat sich seiner ursprünglichen Qualitäten wieder besonnen und hat dieses HTC Sense, das ja zuletzt hier, da läuft ja HTC Sense 3.6 drauf und das ist wirklich ein Riesenbrummer. Das ist so groß geworden, dass es schon ungefähr doppelt so viel Speicherplatz benötigt als das ganze Betriebssystem. Und da hat jetzt HTC ein bisschen was gemacht dran. HTC Sense 4.0 ist ein bisschen abgespeckt. Nicht unbedingt in den Features, aber einfach im Ganzen, wie es daherkommt und ist auch super schnell. Also ihr seht hier, ich habe wirklich nie Probleme gehabt in den letzten 2 Tagen. Das Gerät reagiert jederzeit super zackig. Und ja, wenn ihr schon vom Thema sprechen, vielleicht wäre es mal Zeit, einen kleinen Benchmark. Ich weiß, gewisse Leute von euch lieben Benchmarks. Ich persönlich halte da nicht allzu viel davon, weil ich finde, man muss sich das im Real Life angucken. Man muss das am besten in einem Geschäft mal in die Hand nehmen, ein bisschen damit rumspielen und dann vergleichen mit anderen Geräten. Das bringt eigentlich mehr als ein Benchmark, aber anyway, ich habe hier natürlich Benchmarks drauf, also machen wir mal den Quadrant, schlage ich vor, wir nehmen mal den Quadrant-Benchmark und lassen den jetzt gleich mal laufen. Okay, das habe ich jetzt letztes Mal schon gemacht, aber ich schlage vor, wir machen das nochmal, sonst glaubt ihr mir das ja vielleicht nicht. Na, wie komme ich denn da wieder zurück? So, hier, Run Full Benchmark. So, jetzt lassen wir das mal laufen hier. Ich lege das mal hier auf der Seite ab, dass ihr das seht und mache das genau gleiche beim Galaxy Nexus. Da haben wir den nämlich auch drauf. Hier haben wir den Quadrant drauf. Den Quadrant-Benchmark. So, run a full benchmark. Dann legen wir das mal hier. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich Idiot, wie ich bin, das irgendwie abgebrochen habe. Hallo, Baby. So, run a full benchmark. Der hat jetzt offensichtlich gar keine Lust. Das ist natürlich ein super Vorführeffekt.
Aber ja, das macht nichts. Dann schießen wir ihn einfach ab. Wo ist er? Hier. Oben raus und tschüss. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Zweimal rüber. Dann haben wir hier Benchmarks. Dann haben wir hier den Quadrant. So, okay. Jetzt hätte ich doch bitte gerne, dass du das nochmal ausführst. So, jetzt geht's. Habe ihn jetzt zwei, dreimal laufen lassen. Ist mir noch nie passiert, aber ist ja cool, wenn das gleich im Video passiert. So, lassen wir den mal nebeneinander. Ist natürlich zugegebenermaßen ein bisschen unfair, weil hier haben wir ein Dual-Core-Smartphone mit 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor. Hier haben wir ein Quad-Core-Smartphone mit 1,5 GHz. Ist natürlich klar, wer hier besser abschneiden wird. Vielleicht zur Batterielaufzeit, soweit ich das schon sagen kann. Ich habe es jetzt seit 3 Tagen. Was haben wir? Mittwoch, ja, seit knapp 3 Tagen. Und habe sehr viel damit rumgespielt, habe sehr viele Apps installiert und kann eigentlich sagen, dass die Batterielaufzeit, so was ich bis jetzt gemerkt habe, etwas höher ist als bei diesem hier. Beim Galaxy Nexus hatte ich am Abend jeweils das Problem, dass ich irgendwann so gegen, ich sag mal 8, 9 Uhr, bin ich dann out of battery gelaufen quasi, da war es dann irgendwann mal leer. Und der hier, der hat mich doch dann immer noch bis zum nächsten Morgen eigentlich relativ problemlos durch den Tag gebracht. So, also, jetzt seht ihr da, wir vergleichen das mal hier. Your Device. Ach du Scheiße, wo ist es denn jetzt? Sorry. Habe ich es nicht wieder zugemacht, die Flasche. Kann man das im Quadrant wieder angucken? Bap, bap, bap. Na gut, lass ich ihn nochmal laufen. Hier auf jeden Fall Your Device 4894. Ich halte das mal ein bisschen dran. Mal gucken, was sich allzu fest spiegelt. 4894 ist natürlich ein ganz hervorragender Wert. Da unten seht ihr in den Vorlagen das Galaxy Nexus, das ungefähr ja, nicht mal ganz halb so viel kommt. Ja, wie gesagt, ich halte nicht allzu viel von diesen Benchmark-Tools, weil die machen zum Teil, ja, bei einem Game mag das effektiv eine Rolle spielen, aber man muss das Gerät als Ganzes angucken, ob es schnell reagiert, und da können mir sicher alle Galaxy Nexus Besitzer können das unterschreiben, dieses Gerät reagiert auch jederzeit super schnell. Gestern kam gerade die neue Version 4.04 drauf, also Android 4.04 ist da jetzt drauf, die ganz aktuelle Version, die seit ungefähr einer knappen Woche gepusht wird auf die Geräte. Ja, und da seit die drauf ist, ging es nochmal ein bisschen zackiger alles, also das läuft eigentlich auch hervorragend gut. Aber ist natürlich klar, in einem Benchmark, der vor allem einfach die rechenintensiven Tasks braucht und die Grafik und alles, da ist natürlich dieses Smartphone hier massiv schneller. Logo ist ja schließlich auch ein Quad-Core. Also ihr seht, um Geschwindigkeit müsst ihr euch definitiv bei diesem Gerät keine Sorgen machen. Um die Akkulaufzeit eigentlich auch weniger. Klar, es sind Smartphones, das heißt viel länger als ein Tag kommen wir sowieso nicht damit durch die Runde. So, also jetzt seht ihr hier Your Device. Jetzt können wir es nochmal schön vergleichen, die beiden Dinger. Hier, Your Device 2035, hä? Und hier Your Device 4894, sorry, out of camera. So, also mehr als doppelt so schnell. Ja, klar. Das ist das schnellste momentan erhältliche Smartphone. Gibt's nichts Schnelleres, und ich finde eigentlich auch nichts Besseres im Moment, weil mir nämlich dieses Sense sehr, sehr gut gefällt. Und zwar, ich zeige euch das mal anhand der Einstellungen. Vielleicht zuerst Pure Google. Zieh das mal runter hier, so, Pure Google, ich gehe hier auf die Einstellungen, so sieht das aus. Das kennen alle, die schon so ein Gerät in der Hand hatten, da kann ich jetzt hier verschiedene Einstellungen vornehmen, okay. Und dann schauen wir uns das Ganze hier an, ich gehe hier auf Einstellungen, ja, und das sieht schon massiv anders aus. Das ist nicht zu vergleichen, da hat sich HTC wirklich Mühe gegeben, das Ganze so ein bisschen persönlicher zu gestalten. Schöne Buttons, schöne On-Off-Switches hier. Da kann man das Ganze dann tun. Wir gehen mal auf Info, damit ihr seht, was wir hier überhaupt drauf haben. Software Information. Dann seht ihr hier, so, ihr seht Android 4.0.3, HTC Sense 4.0. Dann geht es auch ein bisschen weiter. Also ganz aktuelle Version hier drauf. Und ja, hier natürlich auch, machen wir das auch über dieses Telefon. Das ist dann da unten. Zack, Quatsch, hier. Na, Wurstfinger trifft es nicht. So, also da gehen wir mal ran. Da sehen wir 4.0.4. Also die ganz aktuelle Version ist hier drauf, die eben, wie gesagt, gestern da drauf gepusht wurde. Hier, das gefällt mir einfach ein bisschen besser, ist ein bisschen schöner einfach auch gemacht. Und hier unter Personalisieren kann ich natürlich all diese tollen Widgets, ihr kennt das, wer schon HTC-Gerät hatte, der kann sich das vorstellen, man kann es sehen, Oberflächen. Und dann auch den Sperrfensterstil kann man natürlich da einstellen.
Also zum Beispiel mit Wetter, wie ich das gern habe. Oder man kann zum Beispiel den Friend-Stream übernehmen. Das heißt, da wird dann im Lockscreen werden dann eigentlich die letzten Messages von Facebook und Twitter, wenn ihr das verlinkt habt, angezeigt. Oder hier auch so ein bisschen iPhone-like. Dann wird quasi einfach wird auf dem Bildschirm projiziert, was gerade so an ist, aus dem Kalender, was, ob Telefone reinkamen, E-Mails, SMS und so weiter. Kann man alles einstellen oder dann einfach pure, ohne irgendwelches Rumgespiele. Ich habe am liebsten hier das Wetter, finde das ganz cool. Man kann sich noch Bilder anzeigen lassen, Uhren und so weiter. Also das ist einfach Sense, wie man es eigentlich ja schon kennt. So, wir haben natürlich jede Menge Widgets. Vielleicht das auch noch schnell. So, mal lang drauf, da seht ihr hier alle Widgets. Und ihr seht da unten vielleicht, falls ihr seht, 8 von 29, da haben wir diverse Seiten lang einfach Widgets. Ich fahre mal ganz vorne nach, fangen wir mal an. So. Und dann haben wir natürlich hier diverse Dinge, Aktien, Aufgaben. Manche Widgets kommen von Tools, manche kommen vom HTC Sense, wie zum Beispiel diese hier. Da kann man sich ganz mal schnell irgendwie automatisch was auslehnen, Bluetooth. Oder zum Beispiel kann man sagen, ich möchte Datenroaming an- oder ausschalten mit einem Knopf. Oder hier die Display-Helligkeit, Display-Timeout und so weiter. Das ist noch ganz praktisch, kann man sich so verschiedene Knöpfe zusammenbasteln oder das dann als Ganzes halt machen. Ja, mobiles Netz, ihr seht, da sind einige drin. Das Radio natürlich, wir haben noch ein FM-Radio drin, welches logisch nur funktioniert mit eingestecktem Headset. Ich höre ehrlich gesagt immer Internetradio, darum interessiert mich das eigentlich gar nicht. Ja, und dann haben wir da, ihr seht, jede Menge Widgets, die wir da drauf pappen können. Ich habe schon einige drauf und das Gerät wurde überhaupt nicht langsamer bisher. Also da merkt man einerseits, dass halt 1 GB RAM verbaut ist und aber natürlich vor allem die Prozessor-Power. So, jetzt ruckelt hier ein bisschen die Wolke. Das ist auch ein guter Vorführeffekt da hinten. Der hat jetzt so ein bisschen geruckelt. Aber auch trotzdem, sieht super schön aus, gefällt mir immer noch extrem. Das Wetter-Feature von HTC Sense, das finde ich echt genial. Das passt mir einfach, das sieht schön aus. So, okay. Auch die Uhr übrigens, ist euch sicher schon aufgefallen, ein bisschen filigraner gezeichnet, als sie das ursprünglich war. Moment, wo haben wir es denn da? Das Sensation, kann ich da nochmal gleich vergleichen. Flop. So, da seht ihr, das ist doch ein bisschen fetter das Ganze, als man es jetzt hier neu gemacht hat. Hängt natürlich auch mit der Auflösung zusammen. Was haben wir hier? Wir haben hier eine HD-Auflösung, das heißt 1280x720. 720p ist das Ganze also. Ja. Genau die gleiche Auflösung, die wir übrigens auch hier auf dem Galaxy Nexus natürlich drin haben. So, also ihr seht, ich bin sehr begeistert. Ich bin wirklich Fan von diesem Ding. Was übrigens ganz witzig ist, ich habe euch vorhin gesagt, dass, die Batterielaufzeit eigentlich sehr lange ist, so was ich in den letzten 2-3 Tagen testen konnte. Aber man merkt dem Telefon an, wenn man hier so ein bisschen damit arbeitet, ein paar Apps startet und so, ohne dass ich jetzt schon wahnsinnig groß gegamed hätte, das Ding wird recht warm. Wobei recht warm, wir sprechen hier nicht von irgendwie Verbrennen und so, Quatsch. Aber man merkt hier auf dieser Seite unter dem HTC-Logo, da wird es spürbar warm, sagen wir es mal so. Überhaupt nicht unangenehm oder so, aber man merkt, es wird spürbar warm, was mir noch bei keinem anderen Smartphone bisher aufgefallen ist. Die sind eigentlich immer ganz kalt, außer ich halte es halt lange in der Hand und dann wärmt die Hand. Aber hier ist es effektiv so offensichtlich, der Prozessor, der Quad-Core-Prozessor, wenn der schön rechnet, da wird es da ein bisschen warm. Ist aber absolut kein Problem, kein Thema. Ich hatte keinerlei Abstürze bisher, wirklich gar nichts. Es lief absolut smooth durch. Habe inzwischen schon weit über 100 Apps da drauf installiert und die laufen wirklich alle ganz klasse. Ja, ihr seht zum Beispiel hier noch, das ist auch spannend, wir haben ja vorhin gesagt, die Tasten bleiben gleich. Die sind hier unten quasi fix eingestanzt sozusagen. Aber die Menütaste ist natürlich diese hier. Die wurde immer noch genau gleich übernommen. Da kann man sich dann je nachdem das eine oder andere noch zuschalten. Ich gehe mal auf Instagram, ganz neu, seit gestern für Android verfügbar. Da ist es dann da oben. So, und da seht ihr, dann kann man halt die Einstellungen machen. Der kleine Unterschied, der natürlich ist, im Unterschied zum Galaxy Nexus, wenn ich beim Galaxy Nexus zum Beispiel die Kamera starte, wo haben wir sie da? Die Out-of-the-Box-Kamera, ich starte die mal. Und dann drehe ich den Screen. Komm. So, hat er schon gemacht. Dann sind natürlich diese Dinger, jetzt hat er sie gar nicht mitgenommen. Super Vorführ, ich dachte eigentlich, dass er die dann noch anpasst, weil eigentlich kann er die ja dann drehen hier. Ist ja eigentlich genau der Witz davon von Softkeys. Macht er hier natürlich dann nicht, logisch, klar. Weil die sind ja fix hier eingemalt. So, okay, das war mal so ein erster Überblick über das Ganze. Ich werde noch einen ausführlichen Testbericht auch mit den technischen Daten, den Fotos und so weiter auf eifrig.ch publizieren in den nächsten Tagen. Aber um es gleich vorwegzunehmen, das HTC One X holt ganz klar die Smartphone-Krone im Moment, ist für mich das absolut beste Smartphone.
Ihr wisst, ich bin ein Apple-Jünger auch ein bisschen. Ich werde mein iPhone so schnell nicht in die Tonne treten. Aber wenn ich müsste, dann würde ich im Moment ganz klar hier auf dieses HTC One X setzen. Das wird auch mein neues Android-Referenztelefon. Das heißt, ich werde alle Apps in Zukunft auf diesem Telefon hier testen, weil ich das nämlich behalten darf. Und das hier, das ist das Galaxy Nexus. Immer noch auch ein ganz hervorragendes Telefon. Das natürlich, weil es eben ein Nexus-Gerät ist, die Software, die Updates immer zuerst kriegt. Da wird HTC erst noch beweisen müssen, dass sie das auch schnell genug ausliefern, wenn da neue Software kommt. Da haben wir natürlich hier mit dem Nexus immer einen großen Vorteil, weil das direkt von Google kommt. Aber halt auch, wie gesagt, ich war schon immer ein Fan von HTC Sense und seit das aber auf diesem Gerät auch wieder super zuppig und wahnsinnig schnell läuft, erst recht. Gefällt mir außerordentlich, qualitativ super gut, sehr gut verarbeitet, super Kamera. Ja, was will man mehr? Das Ding ist seit 2. April im Laden erhältlich, kostet in der Schweiz ungefähr 700 Franken, in Deutschland ungefähr 500 Euro plus minus, kommt ein bisschen drauf an, wo man es kauft. Ja, und ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Besten Dank fürs Zuschauen. Das war Jean-Claude Frück für eifrig.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.